Hallo und schönen guten Tag an alle altgriechisch Interessierten. Heute möchte ich mal mit dem und den nächsten Videos so einen kleinen Überblick geben über die dritte oder konsonantische Deklination, wobei der Ausdruck konsonantische Deklination so ein bisschen unglücklich ist, denn ihr seht hier schon an der Übersicht, soweit ihr das lesen könnt, es geht nicht nur um Konsonante, sondern es geht auch um Vokale. Also ich würde eher die dritte Deklination vorschlagen. Vielleicht darf ich eine prinzipielle Bemerkung dazu machen. Es gibt unwahrscheinlich viele Nebenregeln, Sonderregeln, Extraregeln, Gesamtregeln. Die habe ich alle nicht aufgeführt, sondern das soll hier ein kurzer Überblick sein. Natürlich gehört dazu, wenn ihr euch hier was anguckt, dass ihr in eurer eigenen Grammatik nachschlagt und guckt, was eure eigene Grammatik dazu produziert. Auch die Einteilung, die ich hier gebe, ist keinesfalls jetzt Gott gegeben oder die einzige, die es gibt. Verschiedene Grammatiken propagieren da verschiedene Einteilungen. Also, das hier ist sowieso am allerwichtigsten, was hier steht. Also, bitte hier schon die eigene Grammatik befragen. So, ich habe folgende Einteilung gewählt, und zwar erstens, ich mache immer ein oder zwei Beispiele dazu, mehr nicht. Die sogenannten Liquida, also auf Lambda und auf Rho, dann Gutturale, Kappa, Gamma und Chi, Labiale, Pi, Beta und Phi, Dentale, Tau, Delta und Theta, Stimme auf Nü, Stimme auf Nü, Tau, beinahe ehrlich gesagt N und NT. Dann habe ich die sogenannten Liquida mit Synkope, also eine Zusammendrängung, was das ist, sage ich nachher. Bei Nummer 6 Stimme auf Sigma, Stimme auf Jota. Und dann habe ich hier Stimme auf Y, Stimme auf Diphthonge und zum Schluss eben Stimme auf Omega und Omikron, Omikron und Omega, Entschuldigung, konsonantische Deklination, ja, finde ich also so ein bisschen verwirrend, also einfach so hinnehmen. Nochmal der Hinweis: verschiedene Grammatiken können ohne weiteres verschiedene Zusammenfassung geben. Ja, das ist die Übersicht. Ich gucke mal, wie lange ich jetzt hier rumlaber. 6 oder 7 Minuten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also, fangen wir an mit den Liquida, Lambda und Rho. Hohals, das Salz. Tu, Halos. Da seht ihr, das kennt ihr alle in dem Genitiv. Hier ist das Lambda. Und von daher geht das zu den Liquida. Dann habe ich Tu, Hali und Ton, Hala. Jetzt muss ich eben mal in meinen Hals, Halos, Halli, Halla, genau. Dann habe ich Heu, Halles, Ton, Halon, Teus, Halsi, das Nü, Halsin, je nachdem, was da folgt. Und Tus, Halas, die Salze. Und als zweites habe ich Horator genommen, Tu, Retoros. Hier seht ihr also das Ro, Tu, Retori, Ton, Retora. Und dann der Plural, Heu, Retores, Ton, Retoron, Teus, Retorsi oder Teus Retorsin und Tus Retoras. Ja, da kann ich jetzt schon. Man könnte noch, was fällt mir noch spontan ein? Hoter, das Tier, fällt mir noch ein und Hokrater heißt, glaube ich, der Krug oder sowas. Ach, keine Ahnung, genau, Krug, ist egal. Also ein, zwei Beispiele. Bitte in eure eigene Grammatik reinschauen, was da steht. Wir kommen zu den gutturalen Kappa Gamma Chi und den labialen Pi, Beta und Phi. Ja, vielleicht unter den vielen Regelungen nochmal, die es da gibt, erscheinen mir jetzt hier zwei wichtig. Also fast, wenn da ein Sigma, dann werden die gutturale Kappa und Sigma wird zu Xi. Das spricht man ja auch so. Man ist das ja auch ein K und ein S. Und die labiale Beta, Bs und Fs, Phi und Sigma, so Psi. Das ist also fast natürlich, möchte ich sagen. Da habe ich herausgesucht, was habe ich mir da? Hophylax, der Wächter. Hophylax, Tu, Phylakos. Da habt ihr das Kappa. Tu, Phylaki und Ton, Phylaka. Und Heu, Phylakes, Ton, Phylako und Teus, Phylaxi, da haben wir das, oder Phylaxin, sie oben, und Tus, Phylaka. Also dann habe ich mir rausgesucht, weil das so eine gängige Vokabel ist. Hogyps, der Geier. Ich hätte auch Heix, die Ziege. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht vergessen habe. Aber ich habe jetzt Hogyps, der Geier. Also Hogyps, Tugypos, Togypi und Tongypa und dann Heugypes, Tongypon,
Teusgypsi oder Teusgypsin. Da ist wieder dieses Psi, was ich hier oben angekündigt habe, und Tus Gypas. Drittens, die sogenannten Dentale. Da habe ich Ogymnes, ist nicht der, der sich gymnastiziert, sondern das ist Ogymnes, der leicht bewaffnete. Vielleicht hätte ich doch Helpis die Hoffnung nehmen sollen. Ne, ich habe den leicht bewaffneten genommen. Also Ogymnes, Tu Gymnetos, To Gymneti und Ton Gymneta und dann Heu Gymnetes, Ton Gymneton, Teus Gymnesi, Gymnesi und Tus Gymnetas. Da eine kleine Bemerkung. Ja, eigentlich müsste das ja heißen Teus Gymnesi oder Gymnesti, Gymnesi, vor Sigma fallen, Gymnesi fallen alle Dentale aus. Und am Wortende fallen die Dentale weg. Also das sind so Sachen, die ich mir merken würde. Wie gesagt, müsst ihr selbst gucken. Es gibt noch viele Anregel, viele. Es gibt auch Unregelmäßigkeiten, zum Beispiel unregelmäßigen Nominativ bei sonst regelmäßiger. Fällt mir Hopus, Tupodos, der Fuß, Tophos, Tufotos, das Licht, fällt mir ein. Ja, das sind, ich denke mir, den Genitiv vielleicht als Bemerkung, den lernt man ja sowieso mit. Hoffe ich wenigstens. Gut, dann habe ich noch Tosoma, der Körper, Tosomatos, Tosomati und Tosoma. Tosoma, da habe ich den Akzent vergessen. Ta, Somata, Ton, Somaton, Tois, Somasi oder Somasin und Ta, Somata. Ja, einen mache ich noch. Stimme auf Nü. Müsste man sich erneut merken, vor Sigma fällt Nü weg. Ho, Daimon, der Dämon, Tu Daimonos. Also ich sage nochmal, deshalb habe ich auch immer die Nominative und den Nominativ und die Genitive. Ich empfehle euch, ist eine Empfehlung, den Genitiv auf jeden Fall mitzulernen mit Artikel Ho Daimon, Tu Daimonos. To Daimoni, Ton Daimona, Hoi Daimones, Ton Daimonon, Tois Dai. Ja, nicht Monzi, sondern Daimosi und Tus Daimonas. Gut. Da habe ich wieder Stimme auf Nytau. Merke erneut, vor Sigma fällt Nytau weg mit Ersatzdehnung des vorhergehenden Vokals. Hogeron tu Gerontos. Dann habe ich To Geronti und Ton Geronta, Heu Gerontes, Ton Geronton. Und den habe ich, jetzt habe ich geschmiert, Teus Gerusi, Gerusi. Das sieht jetzt total schön hässlich aus. Und Tus Gerontas. Dann habe ich doch in einigen, ja, Liquida mit Synkope, also so eine Zusammenquetschung dann, oder Liquida, da ist einige. Nein, in den Grammatiken steht auch Liquida mit Ablaut. Ich sage das einfach so, wer sich da genauer informieren möchte, der guckt eben in seiner Grammatik nach. Es ist auch immer wieder die Frage, ob das auch da steht, ob das gefordert wird, dass man das lernt. Hopater, der Vater, Tu, ja, jetzt heißt es eben nicht Pateros, sondern Tu Patros, Tu Patri und nicht To Pateri und Ton Patera. Seht, da taucht das wieder auf. Heu Pateres, Ton Pateron. Und Teus Patrasi. Nee, und nicht Paterasi. Und Tus Pateras. Dann habe ich auch noch wichtig Hoanea, Tu Andros, To Andri, Ton Andra. Und Heu Andres, Ton Andron. Teus Andrasi. Ja, und Tus Andras. Das sind zwei Beispiele, die man auf jeden Fall können sollte. Ja, ich glaube, ich höre da auf. 63. Dann mache ich hier weiter beim nächsten Mal mit meinem 64. Video. Das soll erstmal reichen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.